Hallo, heute ein Video außerhalb der Reihe. Es wird ein kurzes Video. Es geht um die EBC3. Dazu eine kleine Kurzgeschichte. Ich bin in der vorigen Woche von einem Sammler angefragt worden, ob ich eine Quelle für eine EBC3 kenne. Er selbst hätte bei einer bekannten Auktionsplattform eine gekauft und es gibt keine Lieferung, also der übliche Klassiker. Und ob ich eine Alternative hätte. Ich habe eine gewusst, die auch lieferbar war. Und das ist die Röhre auf der linken Seite. Wahrscheinlich produziert von RSD. RSD selbst hat aber nie Röhren produziert, sondern es war ein Wiederverkäufer für Röhren, meistens aus dem Ostblock. Und das Problem an dieser Röhre ist, es ist eine neuere Produktion des Sockels. Nämlich der Sockel ist etwas breiter zur Röhre hin. Auf der rechten Seite ist eine Original-EBC3, produziert von Valvo aus meiner Sammlung. Und man sieht, dort ist der Sockel komplett gerade bis hin zum Glaskolben. Und bei älteren Geräten, für das diese Röhre eingesetzt werden soll, gibt es das Problem, dass halt die anderen Sockel zu dick sind. Damit ist es halt nicht möglich, dass die Kontakte den Kontakt im Sockel finden und somit vernünftig greifen. Ich habe den Vorschlag gemacht, wir tauschen die Röhren, weil ich habe kein Gerät für die EBC3. Mir ist der Sockel relativ egal. Es geht mir nur um das Röhrensystem und da sind die Röhren de facto gleich. Gut, die eine ist No Name, die andere ist Valvo, aber das ist jetzt kein so großer Verlust, weil ich habe noch eine zweite Valvo. Insofern habe ich die Röhre im Original, also das passt. Dieses Video geht jetzt im Prinzip nur um das Ausmessen der beiden Röhren. Wie gesagt, das ist die RSD-Variante. In der Detailaufnahme, was man hier gut sieht, ist die Verbindung des Sockelinneren zur Metallisierung, welche ja die Schirmung der Röhre darstellt. Im Schaltplan, also im Datenblatt, ist das Pin 1 bei Philips, auf Neuberger ist es Pin 2. Die Bezeichnung der Pins hier ist, wie gesagt, das Original Philips Datenblatt und es ist nicht kompatibel mit der Bezeichnung im Neuberger. Da bitte drauf achten. Ansonsten ist die Röhre sehr unspektakulär. Das ist ein Blick in auf den Sockel selbst. Und das ist die original verpackte zweite EBC3, die ich besitze von Valvo. Das ist nur die Gegenüberstellung der beiden Varianten. Links die RSD, rechts die Valvo-Variante. Und nochmal eine Großaufnahme der Sockel. So, zu dieser Röhre gibt es natürlich auch ein Datenblatt. Wie gesagt, die EBC3 ist eine Niederfrequenzröhre mit einem Triodensystem und einem Duodiodensystem auf der gleichen Kathode. Der Verstärkungsfaktor des Triodensystems ist ca. 30. Geprüft habe ich mit dieser Kennlinie und zwar bei 250 Volt Anodenspannung und minus 5 Volt Gitterspannung sollte ein Anodenstrom von circa 6 Milliampere fließen. Und dass der Triodenteil, Entschuldigung, der Diodenteil wird mit 10 Volt Anodenspannung und einem 10 Kilo-Ohm Lastwiderstand betrieben und dort sollte ein Anodenstrom von circa 0,8 Milliampere fließen. Pro System.
Und ob das Ganze so funktioniert hat, schauen wir uns jetzt auf den Neuberger an. Wobei es ist ein bisschen gelogen, das Video ist umgekehrt produziert, also die Tests habe ich schon gemacht. Und der Vorlauf ist praktisch der Teil, den ich danach aufzeichne. So, dann wechseln wir mal zum Neuberger. 21:05 Uhr am 9.11.2023, fast auf die Stunde genau nach 85 Jahren. Jetzt geht es um die Prüfung der beiden EBC3. Auf der linken Seite ist die Original-Valvo und die rechte Seite ist die Variante von RSD, also die von RSD vertrieben wurde. Produziert wurde sie wahrscheinlich im Ostblock, wo man sieht sehr schön, dass die RSD-Variante einen etwas breiteren Sockel hat Richtung des Kolbens, während die Valvo-Variante komplett die gleiche Breite hat. Bei älteren Geräten, wie gesagt, war das ein Problem, da die Außenkontaktsockel noch nicht ausgelegt waren für die etwas breiteren Röhren, die später kamen. Wir machen jetzt, wie gesagt, die Prüfung der beiden Röhren. Die linke habe ich ja eingetauscht und die rechte bleibt bei mir in der Sammlung. Zur Prüfung muss ich mein digitales Ampermeter entschuldigen. Das fühlt sich nicht und hat Kopfschmerzen. Insofern wird die Prüfung jetzt mit dem konventionellen Analogampermeter gemacht, nach alter Vätersitte. So, wir beginnen mit der EB3 von Valvo. Das ist eine Außenkontaktröhre. Die Heizung ist Stift Nummer 1 und Stift Nummer 8. Die Kathode ist Stift Nummer 7. Die Schirmung ist Stift Nummer 2. Mit Schirmung meine ich jetzt die Metallfarbe auf dem Glaskolben. Die Anode ist Stift Nummer 3. Und das Steuergitter ist auf dem Röhrensockel, Entschuldigung, dem Röhrenkopf. Und da diese Röhre auch zwei Diodensysteme hat, werden die Anoden der Diodensysteme mit dem Kathodenpotential verbunden. Die sind auf den Stiften 5 und 6. Ich bin im Messmodus V wie Verstärkerröhre, XX wie immer. Und ich brauche den 6 mA Messbereich im Ampermeter. So, da ist hoffentlich alles richtig eingestellt. Die Kontrollen sind soweit auf 0. Dann los geht's los. Wir fangen an mit der Heizspannung. Das ist eine E-Röhre, also ich brauche 6,3 Volt. Ich lasse jetzt mal grob auf 6,4 stehen, weil ich es eh gleich nachkorrigieren muss. Wenn ich nämlich jetzt die Röhre heize, Spannung ist 6,3 Volt, das passt.
Dann brauchen wir jetzt eine Anodenspannung von 250 Volt. Auch natürlich Anode und nicht das zweite Steuergitter. So, 250. Ich bin im 500 Volt Skalenmodus. Komme nicht ganz runter. Gehe noch mal eine Stufe zurück auf 200 Volt. Bin im 250 Volt Bereich. Jetzt so 50. Wir brauchen die 5 Volt für das Steuergitter. Ich habe vorhin gesagt, das ist den Weg. Wir brauchen minus 5 Volt für das Steuergitter. Auf der 250 Volt Linie für die Anodenspannung und dort kommt ungefähr 6 mA Anodenstrom. Das heißt, ich brauche jetzt hier den 5 Volt Bereich. Ist eingestellt. So, Anode stimmt auch. Das heißt, können wir jetzt hier weiter durchschalten. So, können wir die Spannung noch mal richtig einstellen. Heizung ist korrekt. Steuergitter ist minus 5. Und Anode ist 250. Und das Amperemeter zeigt an, 47, das heißt 4,7 mA. Es sollte haben 60, also die Röhre ist somit noch im Gutbereich. Machen wir mal den Vakuumtest. Der Ausschlag des Anodenstroms ist minimalst, also das Vakuum ist somit noch in Ordnung. Und der Kathodentest schlägt komplett auf 0, ist somit auch okay. Also das Triodensystem funktioniert somit. Machen wir dieselbe Prüfung jetzt mal mit der anderen Röhre. Ich lasse die Einstellungen identisch. Ich habe manchmal Angst, wenn ich Außenkontaktröhren rausziehe, dass ich irgendwann mal nur den Kolben in der Hand habe. Das ist die RSD-Variante. Wir können auch schon mal direkt im Prinzip durchschalten. Ich gehe mal davon aus, dass sie keine Kurzschlüsse hat. Die Heizspannung regelt sich, sollte sich wieder runterregeln auf 6,3. Anodenstrom steigt. Ist ein bisschen verrutscht.
runterregeln auf 250. Gitter ist geblieben auf minus 5. Und der Kathoden, der Anodenstrom hat sich auf 42 stabilisiert. Also 4,2 mA sollte 6 haben. Das ist insofern jetzt okay für mich, weil die Röhre kommt eh nur in die Sammlung. Und ob 42, also 4,2, 4,8 oder 4, irgendwas, das passt. Der Vakuumtest ist auch positiv, also negativ. Es gibt nur eine geringfügige Änderung. Der Kathodentest schlägt auch an, also kein Kurzschluss von Steuergitter zur Kathode. Also das Triodensystem ist damit in Ordnung. Prüfen wir mal die beiden Diodenstrecken. Dafür muss ich jetzt ein bisschen umbauen. Und zwar das Steuergitter fliegt jetzt raus. Der Pin auf der Anode, der Triode kommt natürlich auch raus. Die beiden jetzt auf Kathodenpotenzial gelegten Anoden kommen auf die normale Anode. Also Stift Nummer 5 ist die erste Anode des Diodensystems und Stift Nummer 6 ist die zweite Anode des Diodensystems. Der Testmodus geht von V wie Verstärkerröhre auf D wie Diode und zusätzlich wird noch ein 10 Kiloohm Lastwiderstand eingeschliffen. Das Ampermeter bleibt im 6 mA Bereich. Und die Anode wird jetzt auf 10 Volt umgestellt. So, damit die Anodenspannung hat sich ein bisschen gesenkt, weil jetzt Strom fließt. Korrigiere auf die 10 Volt. Und wir haben einen Diodenstrom von ungefähr 7,5, also 0,75 mA auf dem ersten System. Ich teste jetzt das zweite System. Das zweite System hat fast denselben Anodenstrom, sollte haben 0,8 mA. Woher weiß ich das, was im Datenblatt steht? Die Dioden sollten maximal einen Strom von 0,8 mA liefern, bei maximal 200 Volt Anodenspannung. Und wie gesagt, die Anodenspannung ist auf 10 Volt. Gut, die Röhre funktioniert somit. Machen wir denselben Test jetzt auch noch bei der anderen Röhre. Das ist der Test, wo es jetzt drauf ankommt, weil die ja, wie gesagt, eingetauscht wurde. Und die kommt ja in den Live-Betrieb. Anodenspannung ist auf 10 Volt. Die Heizung hat sich stabilisiert auf 6,3. Somit, wo es hingehört.
Und der Anodenstrom auf dem ersten System ist 0,8. Im zweiten System ebenfalls 0,8 mA. Und damit entspricht die Röhre dem Datenblatt. Also zumindest die Diodensysteme funktionieren einwandfrei. Und damit ist die Röhre okay. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, diesmal ist es ein etwas improvisiertes Video. Und nächste Woche geht es weiter mit den Bildröhren, der Teil 6b. Und bis dahin eine gute Zeit. Lasst euch nicht ärgern, egal von wem. Und bis bald.